CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir führen diese Debatte ja hier im Haus, auch seit ich hier Mitglied bin, nicht zum ersten Mal. Wir werden sie heute auch nicht zum letzten Mal führen. Und das ist auch richtig so, denn solange in einem der reichsten Länder der Welt Kinder in Armut leben, dürfen wir nicht aufhören, darüber zu sprechen, darüber zu debattieren und darüber zu ringen, wie wir diesen Kindern helfen können. Somit ist die Debatte schon mal richtig. Das mal als Friedensangebot, wo wir uns alle einig sind. Unterschiedlich ist die Spreizung im Land, wie die Kinderarmut verteilt ist. In Bayern liegt die Kinderarmut bei knapp 7%. Aber auch hier gab es seit 2011, Kollege Strengmann-Kuhn hat es ausgeführt, einen Anstieg von fast einem halben Prozent. In meinem Landkreis sind es 1100 Kinder, die in Armut leben. Jedes Kind ist eines zu viel. Jedes Kind ist eines zu viel. Und wir sprechen hier auch natürlich über die Schwächsten in der Gesellschaft. Kein Kind sucht sich aus, in Armut zu leben. Die Kollegin Eckenbach hat es, glaube ich, hervorragend analysiert und ausgeführt. Kinderarmut ist automatisch Elternarmut. Und das ist der Punkt, wo wir anzusetzen haben. Und wir haben hier in dieser Legislatur richtigerweise bei den Eltern angesetzt. Wir haben die Bertelsmann-Studie auch schon heute diskutiert. Das größte Armutsrisiko bei Kindern liegt natürlich auch bei den Alleinerziehenden. Nochmal eine Gruppe von ganz schwachen Familiengebilden, die wir in Deutschland haben, die viel mehr Lasten auch zu tragen haben als geschlossene Familienverbünde. Wir haben 1,7 Millionen Alleinerziehende mit 2,3 Millionen minderjährigen Kindern. Und zum größten Teil sind es natürlich alleinerziehende Mütter. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass es nicht nur die Kinder von SGB-II-Beziehern sind, die von Armut betroffen sind oder armutsgefährdet sind, sondern es gibt über 1 Million Kinder, die genauso betroffen sind. Und ich darf mich der Kollegin anschließen und vielleicht noch ein paar Themen, die wir hier schon erledigt haben, in Erinnerung bringen. Das Familienpaket haben wir im vergangenen Jahr beschlossen. Alleinerziehende Familien werden besser unterstützt. Allein hier haben wir 5 Milliarden investiert. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende haben wir rückwirkend zum 1. Januar 2015 auf 1.908 Euro erhöht. Das ist ein Plus von 600 Euro pro Jahr. Kostenpunkt 100 Millionen Euro. Darüber hinaus, ich bin noch gar nicht fertig, Herr Strengmann-Kuhn. Darüber hinaus, der Unterhaltsvorschuss wurde angehoben. Das Kindergeld wurde erhöht, genauso wie der Kinderzuschlag. Das Elterngeld Plus wurde eingeführt, das Kita Plus wurde eingeführt, um die Eltern noch flexiblere Möglichkeit zu geben, sich zurück an den Arbeitsmarkt zu bewegen. Wir haben die Betreuungsplätze erhöht, bis zum Rechtsanspruch. Wir haben die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten verbessert und wir haben Bildungs- und Teilhabepakete weiter ausgebaut. So, damit kann man natürlich die Kinderarmut nicht beseitigen, das ist uns auch klar. Das ist auch etwas, wo wir Schritt für Schritt nach vorne gehen, und zwar finanzpolitisch, arbeitsmarktpolitisch und familienpolitisch. Und neben der Bundesregierung sind es natürlich auch die Kommunen und die Länder, die hier mit an Bord sind und auch sich hier mit einbringen müssen. Und deshalb, liebe Kollegen von der Linken, vielleicht wäre es besser, wenn ich mir mal die beiden Landesparlamente angucke, in Brandenburg und in Thüringen, wo sie ja mit an der Regierung sind, und das vergleiche mit den anderen Ländern, dann liegen sie überall über dem bundesweiten Durchschnitt. Das heißt für mich, überall, wo sie regieren, geht es den Menschen schlechter. Und übrigens auch noch dreimal mehr als in Bayern. Vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, hier nicht kluge Anträge zu stellen, sondern vor Ort mal, wo sie gewählt sind, wo sie in der Verantwortung sind, dann auch mal Politik für die Kinder zu machen. Da können sie sich beweisen. Und dann können wir noch mal darüber sprechen, ob ihre Ideen mehr Erfolg haben als unsere. Wir haben es in Bayern bewiesen. Sie liegen dreifach höher mit der Kinderarmut. Ändern Sie Ihre Politik, machen Sie mal was für die Menschen und erklären Sie uns hier nicht, wie wir Politik für unsere Menschen, die uns gewählt haben, zu machen haben. Über die Grundsicherung, das ist keine verzerrte Wahrnehmung, das sind einfach die Fakten. Ich würde Ihnen auch mal anbieten, sich die Zahlen anzugucken, und danach sprechen wir noch mal drüber. Die Grundsicherung ist ein Thema, das ich kritisch sehe. Wir haben ein differenziertes Leistungspaket für Kinder. Ich halte das für klug. Ich denke, wir sollen diese Aufteilung von Leistungen auch beibehalten.
diskutieren kann man über alles. Zum Schluss kommt es darauf an, dass man ein Ergebnis hat, was den Menschen vor Ort hilft und nicht irgendwelchen Systemideen hilft. Ja? Wichtig ist, dass wir weiter, wie es die Dagmar Schmidt auch schon erwähnt hat, weiter in die Arbeitsmarktpolitik investieren. Und zwar, da geht es nicht nur um Geld, da geht es um Betreuungsplätze, da geht es um Flexibilität, es geht um Teilzeitmodelle, es geht um neue Tarifmodelle und es geht um flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice, Lebensarbeitszeitkonten. Wir haben das hier schon mehrmals diskutiert. Aber dann sage ich Ihnen auch, wir können natürlich nicht auf der einen Seite Flexibilität ermöglichen und einfordern und auf der anderen Seite die ständige Erreichbarkeit verbieten wollen. Das funktioniert nicht. Also die Eigenständigkeit der Arbeitnehmer und die Flexibilität mit Verantwortung zu verbinden, das gehört dann auch mit hinzu. Ich kann Ihnen versichern, dass für uns, für die CSU, für die CDU-CSU-Fraktion, ja, in der richtigen Reihenfolge, das Thema Kinderarmut nie abgeschlossen sein wird. Das ist für uns ein ständiger Vorgang, wo wir versuchen, das Beste daran zu machen. Wir haben heute ausgetauscht, was unsere Ideen sind. Wir haben Ihnen dargestellt, was wir schon alles getan haben. Ich gucke ja mit einer gewissen Skepsis auf die Regierungsbildung jetzt in Berlin. Sollten Sie da tatsächlich in der Regierung dabei sein, nach Brandenburg und Thüringen, dann lassen Sie das mit den Aktionsplänen bleiben. Arbeiten Sie halt mal für die Menschen, die Sie gewählt haben, dann wird es auch besser. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat jetzt der Kollege Norbert Müller, Fraktion Die Linke, das Wort.